Ja, das Besondere am Ratingen Triathlon sind die Gegebenheiten, die Strecken. Ja, hier im wunderbaren Schwimmbad, die 50-Meter-Bahn durch Wellenkillerleinen abgetrennt, sodass jeder Athlet auch ungestört seine Bahn ziehen kann. Die anspruchsvolle Radstrecke und die schöne Laufstrecke für die Zuschauer und die Athleten sehr gut geeignet. Wie viele Teilnehmer werden erwartet? Es werden jetzt Nachmeldungen noch am Samstag kommen und wir rechnen mit 1400 Teilnehmern. Was ist der schwierigste Part? Der schwierigste Part, würde ich sagen, ist wirklich die Radstrecke, die es in sich hat. Gerade auf der neuen Mitteldistanz, wo man 6-mal rauf muss nach Eggerscheid. Aber auch für Untrainierte, die nur eine Runde fahren, ist dieser Anstieg schon sehr anspruchsvoll. Was ist diesmal neu am Ratingen Triathlon? Ja, neu am Ratingen Triathlon ist, wie schon angesprochen, die Mitteldistanz. Der 76,5er sind die. Warum 76,5? Es sind die ganzen Distanzen zusammengezählt, und zwar 1,5 Kilometer Schwimmen. Heißt hier in dem Schwimmbad 50 Meter Bahn, 30 Bahnen Schwimmen. Dann 60 Kilometer Radfahren, 6 A6 Runden und eben halt 6 Runden Laufen. Heißt 15 Kilometer hinterher insgesamt wird dann gelaufen, macht 76,5. In welcher Zeit? Ja, ich denke mal an die Top-Athleten, die werden so um die 2 Stunden 45 brauchen. Aber ich sage jetzt mal, einer, der sich vielleicht zum ersten Mal an die Distanz wagt, wird schon weit über 3,5 Stunden brauchen.